Hallo und willkommen zurück bei Sherlock Holmes, Devil's Daughter. Da drüben war es ein bisschen zu laut, aber wir werden jetzt mal hier den Weg entlang gehen. Moment. Ich glaube, ich habe etwas verpasst. Moment, untersuchen Sie die persönlichen Gegenstände der Opfer und Verdächtigen. Befragen Sie mögliche Verdächtigen und lösen Sie den Mordfall am Platz. Okay. Scotland Yard. Eine handgezeichnete und mit einer Markierung versehene Karte aus der Kanalisation. Ah ja, stimmt. Die Beute wurde in eine Fässer gesteckt und dann ins Wasser geworfen. Das war eine gewiefte Idee, um die Polizei zu überlisten und die Beute weiter unten in der Kanalisation einfach einsammeln. Und in der Kanalisation wurde Eisenoxidpulver, Aluminiumpulver und Magnesiumstreifen gefunden. Aus diesen Zutaten lässt sich Thermit herstellen, das für gewöhnlich bei Eisenbahnschweißarbeiten eingesetzt wird. Stimmt, okay. Sie werfen die Fässer hier rein. Die schwimmen einfach hier durch und gehen da einfach weiter. Gut. Moment. Also die Person, die Arbeiter getötet hat, also diese Gangmitglieder. Die muss also auch Bescheid wissen über das hier. Oh. Ja, wir reisen. Also könnte es sein, dass der Boss ein paar Mitwissende loswerden wollte, um nicht zu viel der Beute aufzuteilen. Stromschlag, okay. Sonst. Sie haben noch keine Herbeileitung. Gut. Ah, Mr. Holmes, es gibt ein kleines Problem. Was ist los? Einer der Verdächtigen, ein Mr. Reginald Butcher, ist geflohen. Nachdem wir ihn baten, seine Sachen in der Asservatenkammer abzulegen. Tut mir leid. Wie ist er entkommen? Er schlug mich ins Gesicht, überrumpelte mich. Ansonsten hätte ich... Klar. Ist das alles? Bevor er hinausrannte, rief er noch, tut mir leid, ich komme zurück. Tut mir leid, ich komme zurück? Dafür musste er mir doch keine verpassen. Ist Inspektor Lestrade hier? Nein, er ist für ein paar Tage weg. Kann dieser Vorfall bitte unter uns bleiben? Ja, meinetwegen. So. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Mr. Holmes? Also gut. Also der ist es nicht. Also der ist nicht geflohen, der mit dem kaputten Bein. Der ist doch der Typ, der die ganze Zeit Nein gesagt hat, als wir ihn wegen des Unfalls befragen wollten. Hier unten haben wir noch keine Leiche. Einerseits erfreulich. Andererseits, ja, keine Obduktion. Okay, was haben wir hier? Fangen wir hier an. Ah, Mr. Butcher, also als letzten. Garrett. Der Mord. Sogar auf Deutsch. Schon hier sogar. Ja, der Mord. Also ein Stromkabel. Aha.
Sehr geehrter Mr. Garrett, wir müssen Ihnen hiermit leider mitteilen, dass Sie trotz Ihrer kürzlichen Zwangsenteignung unserem Haus weiterhin eine beträchtliche Summe schulden. Wir bitten Sie aus diesem Grund, unsere Zahlungsstelle so bald wie möglich zu kontaktieren, damit wir dieses Problem lösen können. Andernfalls werden wir leider gezwungen sein, die Polizei in diesem Fall einzuschalten. Mr. Stewart, Finanzdirektor Bank von England. Was haben wir hier? Erfragen. Einen Stromkabel aus den persönlichen Gegenständen von Thomas Garrett. Finden Sie den Verdächtigen, der aus der Obhut von Scotland Yard entkommen konnte. Ein Buch. Karl Heinzens Der Mord. 1848. Mit Lesezeichen. Okay, was steht hier? Dieser schreckliche Absatz gefiel Garrett offensichtlich. Und wenn du einen halben Kontinenten in die Luft sprengen und ein Meer an Blut vergießen musst, um die Partei der Barbaren zu zerstören, hab keine Gewissensbisse. Der ist kein wahrer Republikaner, der für die Genugtuung, 1 Million Barbaren vernichtet zu haben, nicht gerne mit seinem Leben bezahlt. Okay, der ist kein wahrer Republikaner, der für die Genugtuung, 1 Million Barbaren vernichtet zu haben, nicht gern mit seinem Leben bezahlt. Recht hat er, was für ein scharfsinniger Verstand. Aha. Okay. My life has changed thanks to Pastor Gordon and my fate. Also, mein Leben hat sich geändert dank des Pastor Gordons und mein Glauben. Dank Pastor Gordon und meinem Glauben hat sich mein Leben geändert. Oder so. Arbeitshandschuhe? Dicke Lederhandschuhe. Vermutlich sind sie isolierend. Murat. Eine ziemlich beliebte Zigarettenmarke. Alkohol? Whisky. Und zwar kein guter. Benjamin, mein Sohn, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich bei den Vorbereitungen unseres kommenden Wohltätigkeitsbanketts unterstützen würden, das am Sonntag nach dem Gottesdienst stattfinden wird. Ihre Güte ist ein Quell großer Freude und ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ich weiß, dass Ihr Leben einst in Sünde begann, wie Sie sich ausgeschlossen und allein auf der Welt fühlten und wie Sie sich auf dem Pfad des Verbrechens begaben, doch sie fanden die Stärke in sich, um das alles grundlegend zu ändern. Sie wurden ein guter Mensch. Der Herr im Himmel wird ihnen gnädig sein. Ich werde stets hoch erfreut sein, sie in unserer Kirche zu sehen, mein Sohn. Gott sei mit ihnen, Pastor Gordon. Und hier... Das ist ein teurer, aber nicht neuer Stift. Reginald Butcher steht auf Süßigkeiten. Okay, der geflohen ist, steht auf Süßigkeiten. Die Initialen MB. Margaret Butcher? Sehr geehrter Mr. Butcher. Ihr wiederholtes Fehlen sowie die Tatsache, dass Sie mit Ihren vorhandenen Arbeit nicht rechtzeitig fertig wurden, ist nicht mehr länger zu dulden. Sie sind verantwortlich für zahlreiche Fehler, die Ihre Mitarbeiter gezwungenermaßen korrigieren mussten. Natürlich tun uns Ihre momentanen Situationen leid, denn Sie waren früher stets ein beispielhafter Angestellter. Wir haben zwar großes Verständnis für Ihre privaten Probleme, aber falls Sie Ihre Arbeitsverhältnisse in naher Zukunft nicht ändern können, werden wir gezwungen sein, Ihr Angestelltenverhältnis zu beenden. Firmenleitung Underground Electric Railways Company of London. Reginald Butcher hatte berufliche Probleme.
Mr. Butcher, wir haben hervorragende Neuigkeiten für Sie. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich in unser Krankenhaus, damit wir diese Angelegenheit zu einem erfreulichen Ende bringen können. PS, Ihr Zustand ist stabil. Dr. Matthew Smith, Great Ormond Street Hospital, London. Aha. Diesem Brief zufolge ist Butcher bei der Underground Electric Railways Company of London angestellt. Offensichtlich hat er Probleme bei der Arbeit. Und erfragen, ein Stromkabel aus dem persönlichen... Okay, ja, das kennen wir. Thomas Grady. Wir können ins Krankenhaus. Moment, war das die Enzyklopädie? Okay. Kommt in diesem Fall vor, in diesem Fall. Dieser okay. Brief von gestern erklärt vielleicht, warum Butcher so in Eile war. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine exakte Adresse. Gut, aber zuerst wollen wir mit den Leuten reden. Moment. Was haben wir hier? Bankschulden, Problem bei der Arbeit. Er hat Bankschulden. Anarchistischer Ideologie. Anarchisten lehnen den Staat, den Kapitalismus und die Marktwirtschaft ab. Aber Thomas Garrett hat Schulden bei der Bank. Okay. Neues Leben. Nein, Moment. Stromschlag. Nein. Schwieriges Leben. Kriminelle Vorgeschichte. Benjamin Flower war in jungen Jahren ein Krimineller, aber mittlerweile hat er sein Leben von Grund auf geändert. Schön zu hören, schön zu hören. Aha. Nein, Stromschlag. Okay. Gut, dann hatten wir alles, was ja herauszufinden war. Zu. Warum wohl? Okay, Constable. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Guten Tag, Sir. Mein Name ist Sherlock Holmes und ich helfe der Polizei bei Ihren Ermittlungen. Benjamin Fowler. Und ich wurde zu Unrecht verhaftet. Wirklich? Sie wurden nicht verhaftet, Mr. Fowler. Sie sind nur als Zeuge hier. Oh, aber ich habe nichts gesehen. Wirklich? Zuerst mal analysieren. Okay. Geht extrem nah. Aha. Ehemaliger Hundmitglied. Hunde tätowieren. Bandenmitglied. Ja, ich würde sagen, religiös. Das haben wir ja vorhin erfahren. Aha. Arbeiterhänden. Schwielen an den Händen. Gelbe Finger, das deutet auf Raucher hin. Raucher. Gebrochenes Bein oder verletztes Bein. Arbeiterhänden. Beinverletzung. Analyse bestätigen. Benjamin Fowler, inzwischen 40 und 50 Jahre alt, ist ein Handarbeiter. Er ist an den Reparaturarbeiten an der Statue auf dem Platz beteiligt, was seine Gegenwart dort zur Unfallzeit sowie seine Beinverletzung erklärt. Mr. Fowler hatte zudem ein Hundetätowieren, das Zeichen eines Bandenmitglieds, die er zu verbergen versucht. Gelbe Fingernägel deuten darauf hin, dass er ein starker Raucher ist. Er ist ein religiöser Mensch. Bekanntschaft des Opfers, okay. Mr. Fowler, sagt Ihnen der Name Roscoe vielleicht irgendetwas? Höre ich zum ersten Mal, wirklich. Hundetätowierung. Aber Ihre Tätowierung ist ähnlich. Sie sind in seiner Bande, oder? Nein. Das ist lange her, hatte ich schon vergessen. Wirklich, als junger Bursche räumte ich nur ein paar Taschen für ihn aus. Bin aber nicht stolz darauf. Meine ganze Familie, meine Eltern, Brüder, Hunde und Katzen waren gestorben.
Anders hätte ich damals nicht überleben können. Okay, Hunde und Katzen. Ja, die Hunde und Katzen hätten für ihn gesorgt, falls sie nicht gestorben wären. Können Sie mir vielleicht sagen, was Sie am Unfallort machten? Ich habe an der Statue dort gearbeitet, im Auftrag der Stadt. Wirklich. Elektrizität? Haben Sie mit Elektrizität zu tun? Ja, manchmal. Ich repariere elektrische Straßenlaternen, aber ich bin kein Fachmann. Das ist alles neu und kompliziert und gefährlich. Ich verstehe. Mr. Holmes, Sie sind ein großer Detektiv und Sie verstehen mich. Lassen Sie mich bitte gehen. Ich weiß nichts, wirklich. Wirklich, ja, ich weiß. Okay, jetzt reden wir mit ihm. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Guten Tag, Sir. Mein Name ist Sherlock Holmes. Thomas Garrett. Warum bin ich hier? Sie sind Zeuge eines Mordes. Klar doch. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Polizei einen Unschuldigen einsperrt, um einen Fall abzuschließen. Noch wird niemand eingesperrt. Noch? Okay, zuerst einmal überprüfen wir ihn. Was haben... Fall ist Gesicht? Man sieht die Nase. Ja, ich glaube, er ist krank. Verängstigt wohl eher nicht. Zumindest sieht das nicht nach einem verängstigten Gesichtsausdruck aus, sondern nach einem kranken. Symbol, Anarchie-Symbol. Er ist arm. Ist das schwarze auf... Staublunge, schwarze... er ist wohl Kaminfeger oder wie die heißen. Elektrische Verbrennung, Arbeit mit Elektrizität, Haushaltsunfall. Ich glaube mit Elektrizität. Oder? Ja, okay. Gut, Thomas Garrett ist ein aggressiver Mann, der ein Anarchie-Symbol trägt. Er hatte Aversion gegen die Polizei und höchstwahrscheinlich gegen alle anderen Arten von Autorität. Ganz offensichtlich ist er arm, da seine Kleidung alt und zerschlissene ist. Mr. Garrett hustet schwarzen Auswurf, was ein Symptom einer Staublunge ist. Garrett ist krank. Eine erkennbare Verbrennung an seinen Fingern lässt darauf schließen, dass er bei seiner Arbeit mit Elektrizität zu tun hat. Okay. Wie ist Ihre Krankheit? Also wie ist Ihr Krankheitsbild? Ihr Husten klingt nicht gut. Sind Sie krank? Nur eine Erkältung. Plötzlich angehalten, Stromkabel angezählt, schwarzer Ausfluss. Das. Warum sagen Sie nicht die Wahrheit? Sie husten schwarzen Auswurf. Ah, gut beobachtet. Ich habe so viel Kohlenstaub in den Lungen, dass ich halb London heizen könnte. Sie waren Bergarbeiter? Seit ich 13 war, ja. Im Bergwerk von Newcastle. 15 Jahre in der Hölle. War eine schlimme Zeit. Aber jetzt ist es vorbei. Ich will nicht dort unten sterben wie mein Vater und meine Brüder. Nur damit die Reichen noch reicher werden. Kennen Sie sich mit Elektrizität aus? Kennen Sie sich mit Elektrizität aus? Wie kommen Sie darauf? Können Sie Gedanken lesen? Ich habe unter Ihren Sachen ein Stromkabel gesehen. Nicht schlecht. Ja, ich bringe meinen Kameraden etwas Elektrik bei, da ich gerade arbeitslos bin. Ich bin Autodidakt. Wir sind nicht so dumm, wie Sie glauben mögen. Und ich will eh keine Sklavenarbeit mehr. Ich dachte nicht, dass er dumm ist. Ist Ihnen während des Unfalls oder danach etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ja, ich habe gesehen, wie ein Teil Ihres Bürgertums in Flammen aufging. Großartig! Warum blieben Sie auf dem Platz und liefen nicht fort? Wie die anderen Schafe? Es gab verletzte Kameraden, Arbeiter. Ich wollte ihnen helfen. Okay. Richtet mich hin. Das ist ja wohl eure Aufgabe. Das ist ein Fehler, wirklich. Ich habe nichts getan. Ich glaube ihm irgendwie. Aber zu... Wow, falsche Tasse. Okay, es fehlt noch genau eine Person.
Der Religiöse, der Anarchist. Jetzt fehlt nur noch der mit dem... Benjamin Flowers weist dieselbe 100 Tätowierung auf wie die Mitglieder der Roscoe-Bande. Schwarzer Auswurf, aha. Okay, was haben wir... Finden Sie die... der Obhut. Untersuchen Sie die persönlichen Gegenstände der Opfer und Verdächtigen. Fehlt da etwas? Ah! Die persönlichen Gegenstände von Roscoe und seinem Begleiter aus der Wartungskutsche. Ah, okay. Ein einfaches Taschenmesser. Pennies? Roscoe ist ganz wild auf Lakritze. Ah. Sowohl in der Kanalisation als auch in den persönlichen Gegenständen von Roscoe wurde Lakritze gefunden. Also war Roscoe mit dabei. Aha. Dann ist er gestorben. Ein gewöhnlicher Kartenstapel. Okay, dann kann es nicht der Roscoe sein, der ein bisschen die Beute vergrößern wollte. Ein Webley-Revolver. Ein Polizeibericht über Roscoe. Er ist nur ein Kleinkrimineller. Okay. Mauritius Alfredo Vincente. Er begann unter dem Namen Roscoe, Anführer einer kleinen örtlichen Bande, deren Mitglieder anhand des Bandmotivs eine Hundentätowierung identifiziert werden können. Die Bande ist oft in Gewaltdelikt, Raubüberfälle, Taschendiebstahl und so weiter verwickelt. Okay. Gut, Roscoe und seine Bande raubten die Bank aus, indem sie in den Tresorraum einbrachen. Sie wussten, dass die Kanalisation sehr nah an der Bank verläuft. Mit reichlich Ausrüstung und Material schmolzen sie die Wände des Tresorraums auf und brachen die Schließfächer auf. Roscoe ist kein besonders bedeutender Krimineller. Es erscheint offensichtlich, dass ihm jemand bei diesem Einbruch geholfen hat. Aha. Dann wollte der vielleicht ein bisschen die Beute vergrößern. Was findet den Verdächtigen? Befragen Sie mögliche Verdächtige. Ja, einer fehlt. Und den finden wir im Krankenhaus. Aber wir können eine Herleitung machen. Okay. Garrett Sneeden? Nein. Stromschlag? Ah. Okay. Kriminelle Vorgeschichte. Keine ausreichende Kenntnis. Die elektrische Falle für die Wartungskutsche wurde von einem Profi konzipiert. Thomas Garrett hat keine ausreichende Kenntnis dafür. Ausreichende Kenntnis. Da Thomas Garrett Grundlagen der Elektrizität lehrt, könnte er ausreichend Kenntnis besitzen, um die Falle für die Wartungskutsche konzipiert zu haben. Sag mal, keine. Problem bei der Arbeit. Einbruch bei der Bank. Roscoe-Bande. Benjamin Flores hat etwas mit der Roscoe-Bande zu tun. Er trägt die Tätowierung der Bande, hat aber versucht, sie zu entfernen. Flowers neues Leben. Benjamin Fowler war früher Mitglied der Roscoe-Bande, aber das gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Immer ein Krimineller. Krimineller wie Benjamin Fowler ändern sich nie. Seine Arbeit für die Stadt könnte eine Tarnung für seine verbrecherischen Aktivitäten sein. Ne, ich glaube mal an das Gute. Nein, Einbruch in der Bank. Stromschlag. Ah. Kein Fachmann. Benjamin Flowers hatte bei seiner Arbeit gelegentlich mit Elektrizität zu tun. Aber er ist kein Fachmann. Es ist zu bezweifeln, dass er ausreichend Kenntnis besitzt, um eine Falle wie die für die Wartungskutsche zu konstruieren. Fowlers Arbeit. Benjamin Fowler hatte ausreichend Kenntnis, um elektrische Straßenlaterne zu reparieren. Damit wäre er in der Lage, eine Falle wie die für die Wartungskutsche zu konstruieren. Nee, glaube ich nicht. Oder was passiert?
Okay. Ich sage kein Fachmann. Einbruch in der Bank. Bankschulden. Einbruch in der Bank. Die Rusko-Bande ist in die Bank von England eingebrochen. Das ist die Bank, bei der Thomas Garrett hohe Schulden hat. Nur ein Anarchist, entspricht nicht der Ideologie von Anarchisten, in eine Bank einzubrechen. Sie bevorzugen Chaos und Zerstörung. Anarchisten und Banditen. Thomas Garrett hat sich mit der Rusko-Bande zusammengetan, um sich an der Bank von England zu rächen. Das sind einfach mal Vermutungen. Okay. Hinterhältiger Plan. Irgendjemand wusste über den Einbruch in die Bank Bescheid und brachte es fertig, die Rusko-Bande gleich danach umzubringen. Okay, gut. Gut, gut. Gut, schauen wir uns hier ein bisschen mal um. Ich bin hier ganz offensichtlich auf der Kinderstation. Ja, ich nehme an, er hat ein Kind. Ein Mädchen, das irgendetwas hat, wofür er unbedingt herkommen musste. Das ist wohl seine Frau und ehemalige Mutter. Butchers Frau? Eine junge Frau ist verstorben. Okay. Mr. Butcher, hiermit bestätigen wir die Aufnahme Ihrer Tochter in unserem Krankenhaus. Sie müssen für die Reisekosten aufkommen und natürlich alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, die aufgrund des kritischen Zustands Ihrer Tochter nötig sind. Zusätzlich tragen Sie die Kosten für Logis und die medizinische Behandlung. Es ist im Voraus nicht möglich, die Gesamtkosten abzuschätzen, da diese vom Zustand Ihrer Tochter und auch davon abhängt, wie sie auf die Behandlung anspricht. Aber stellen Sie sich auf jeden Fall darauf ein, dass es sich um eine beträchtliche Summe handeln könnte. Dr. K.O. Medin, Karolinska Universitätskrankenhaus, Stockholm. Erfragen. Die Summe, die für Meryl Butcher medizinische Behandlung nötig werden könnte, wurde von Karolinska Universitätskrankenhaus in Stockholm als möglicherweise beträchtlich eingeschätzt. Puh. Aufnahmebescheid des Karolinska Universitätskrankenhauses Stockholm. Gut. Okay. Meryl Butcher. Ja, was haben wir sonst noch hier alles? Oh, ein kleiner Piepmatz. Ah. Ich bin hier ganz offensichtlich auf der Kinderstation. Also bitte, sei nicht so pessimistisch. Du warst auch einmal ein Kind. Plus minus. Gut, dann reden wir mit... Ach du Scheiße. Mr. Reginald Butcher, ich komme von Scotland Yard. Können wir reden? Von mir aus, aber bitte leise. Sie schläft endlich. Ist sie Ihre Tochter? Meine Meryl. Sie ist sehr krank. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich musste heute zu Dr. Blowberry, der Polizist wollte nicht hören. Keine Sorge, ich verstehe Sie. Okay, zuerst einmal untersuchen wir ihn. Gläsige Augen, als wäre er sehr traurig.
City and South London's Railway. Terminologen, Eisenbahnmitarbeiter. Abgetragene teure Weste. Wird einst gebrauchte Kleidung. War einst wohlhabend gebraucht. Ich glaube, das war einst wohlhabend. Denn es war sicher teuer. Teuer, seine Tochter. Hier, was haben wir da? Kinderarmband. Geschenk der Tochter oder Max Schmuck? Ja, ich glaube, Geschenk der Tochter. Polierte Schuhe köstlich geputzt. Okay, es fehlt noch ein. Ehring. Ehring. Er ist verheiratet oder war verheiratet, wie wir jetzt wissen. Reginald Butcher ist verheiratet und ein Eisenbahnmitarbeiter. Eisenbahnarbeiter. Er hatte eine Tochter, die er über alles liebt. Sie ist aber schwer krank, was ihn deprimiert. Seine Schuhe glänzen wie neu. Sie müssen erst kürzlich geputzt und poliert worden sein. Seine teure, aber mittlerweile abgetragene Weste offenbart, dass er einst ein wohlhabender Mann war. Mr. Butcher liebt seine Tochter und ist sich nicht zu fein, ein Kinderarmband zu tragen, um seine Zuneigung auszudrücken. Okay. Okay, jetzt erstmal ein bisschen über die... Nein, wie geht es hier? Gibt es Hoffnung? Es wird lange dauern. Aber wir werden diesen Kampf gewinnen. Etwas anderes will ich mir nicht vorstellen. Ja, es ist vermutlich nur eine Frage des Geldes. Was reden Sie da? Es ist eine Frage der Willensstärke und meine Tochter wird es schaffen. Schronkau, angezeichnete Karte und Behandlung von Meryl Butcher. Das hoffe ich. Aber die Behandlung im Karolinska Universitätskrankenhaus ist sehr kostspielig. Ah, nun, das ist unsere einzige Hoffnung. Dank Dr. Blowberry hat sie endlich einen Platz dort. Wir fahren nächste Woche. Es ist ihre letzte Chance. Haben Sie Kinder? Ja. Ja, ich habe auch eine Tochter. Wir würden unser Leben geben für unsere Kinder, nicht wahr? Natürlich, ja. Okay, und wie ist es bei der Arbeit? Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Ich bin bei der Underground Electric Railways Company angestellt. Dann kennen Sie sich mit elektrischen Geräten aus? Ja, sicher. Warum fragen Sie? Einfach nur so. Aber sagen Sie bitte, was genau sind die Gründe für die Probleme, die Sie bei der Arbeit haben? Probleme? Was meinen Sie? Plötzlich angehalten, Stromkabelbrief des Arbeitgebers. Sie haben eine schriftliche Abmahnung erhalten. Ja, ich komme oft zu spät. Mein Chef hat kein Verständnis dafür. Es ist schwierig, seitdem meine Tochter krank ist. Verstehe. Und die Wartungskutsche? Zufällig ist auch eine Kutsche Ihres Arbeitgebers an dem Unfall auf dem Platz beteiligt gewesen. Wirklich? Warum war sie dort? Ich weiß es nicht. Sie? Nein, aber vor einer Woche wurde eine unserer Wartungskutschen samt Werkzeug gestohlen. Ob das dieser Wagen war? Möglicherweise. Okay, wir haben jetzt hier... Auszudrücken. Okay, das kennen wir ja. Lösen Sie den Mordfall auf dem Platz. Moment. Jetzt kommen die letzten schwerkranke Tochter... Einbruch in der... Problem bei der Arbeit. Aha. Butchers Probleme. Reginald Butcher hat Probleme bei der Arbeit, weil er öfters ausfällt, um bei seiner schwerkranken Tochter zu sein. Okay. Kanalarbeiter. Reginald Butcher ist bei der... Underground Electric Railways Company angestellt. Er kennt sich sowohl mit der Kanalisation von London aus, von wo aus der Einbruch in die Banke stattgefunden hat.
Butchers Liebe. Reginald Butcher ist kein Verbrecher. Er hat eine Tochter, die er sehr liebt, die aber auch schwer krank ist und ihren Vater braucht. Er würde das Risiko nicht eingehen, sich mit Banditen einzulassen. Hoffnungslosigkeit. Reginald Butchers Tochter muss dringend in medizinischer Behandlung. Daher hat er sich an die Roscoe-Bande gewandt, um ihr beim Einbruch in die Bank geholfen. Und ihr beim... Elektriker, Stromschlag. Komplizierter Fall. Reginald Butcher kennt sich zwar mit Elektrizität aus, da das zu seiner Arbeit gehört, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass er die komplizierte elektrische Falle für die Wartungskutsche konzipieren hätte können. Butchers Falle. Reginald Butchers kennt sich mit Elektrizität aus, da das zu seiner Arbeit gehört. Er wäre durchaus in der Lage gewesen, die Falle für die Wartungskutsche zu konzipieren und auszulösen. Komplizierte Falle. Und Hinweise haben wir keines mehr. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge verbinden wir ein paar Details und schauen, was es bringt. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.